Hallo Freunde, heute hier wieder auf der Durchreise ein Chris Reeve Knives, nämlich ein Sebenza 25 Mikata. Und ja, bevor das zurück in den Gierkreislauf geht, haben wir die Möglichkeit, uns das mal kurz anzuschauen. Was ja eigentlich immer eine feine Geschichte ist. Sebenza 25 S35VN Black Canvas Mikata aus dem Jahr 2014. Echt, sind die schon so alt? Cool. Das Coole an dem ist, das Ding hat einen zusätzlichen anderen Clip. Das hier scheint der originale zu sein, wie wir sie kennen. Ne? So gebogenes Stück Stahlblech. Ja, schön alle Werkzeuge liefern die mit. Das ist cool. Und das Schöne ist, es eben an den Chris Reeve Knives, die kannst du zerlegen, zusammenschrauben, fest anziehen und läuft perfekt. Das ist da schon allerfeinste Qualität. Ah, das sieht cool aus. Schwarzes Canvas Mikata Inlays. Schafft halt ein bisschen mehr Volumen, liegt besser in der Hand. Also ich muss sagen, ich habe die immer ganz gern gemocht mit den Mikata Inlays. Hier sieht man mal einen anderen Clip. Vom Farbton perfekt, also sieht für mich aus, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Sieht aus, wie wenn ein Original wäre. Ne? Muss man mal gucken auf der Website im Zubehör, ob die hier auch andere Clips anbieten. Finde ich, sieht auch wesentlich schöner aus als dieser Standard-Clip. Obwohl, der funktioniert halt gut, das tut er, das muss man sagen, aber das hier sieht nochmal ganz anders aus. Cool, habe ich noch nie gesehen. Beidseitige Daumenpins und das 25er hat ja hier diese Fingergrooves bekommen im Vergleich zum 21er. Inzwischen sind wir ja schon bei der nächsten Evolutionsstufe mit dem Sebenza 31, wo ich sagen muss, das ist schon super cool. Kommt natürlich darauf an, wie groß die Hände sind, ob das genau passt mit den Fingergrooves. Also bei mir muss ich sagen, passt es perfekt. Also das wäre genau meine Kragenweite. Wow, cool. Die laufen super auf riesigen Waschern. Das ist auch cool gemacht. Sehr große Auflagefläche für Kraftübertragung. Kein unnötiges Loch mehr hier in den Griffschalen. Schöner Standoff da hinten drin. Ja, und der Clip ist cool. Heidel Homemade. Nicht schlecht. Das Chimping hier bringt doch was. Schöne große Klinge, Stonewash. Das ist mal eine richtig coole Kombi. Sebenza 25 mit dem Black Mikata und diesem Clip Tuning hier. Einwandfrei. Wow. Wenn ich noch so auf dem Sebenza-Trip wäre wie früher, wäre das aber sowas von meins. Ja, die kann es halt immer noch bei Reeve Knives. Sehr schön. Ja, würdiger Nachfolger des 21er. Für mich muss ich sogar sagen, sogar noch ein bisschen besser. Es wäre gut, hier einen 31er daneben zu haben. Cool. Ja. Chris Reeve Knives, Sebenza 25, Black Canvas Mikata. Geiles Teil. Kriegt ganz klar einen Daumen nach oben, das Messer. Okay, cool. Wieder neues Chris Reeve Video in der Sammlung. Andere sammeln Messer, ich sammle Videos darüber. Okay, mach's gut, bye bye.